Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Einfach Göttlich. Ja, was war passiert? Es tut mir schon mal leid, dass die letzten beiden Tage kein Stream von mir kam. Beziehungsweise an dem Tag, wo ich 7 Days gestreamt habe, so lange mit dem Blutmond, wollte ich eigentlich danach ja noch, na sag schon. Call of Duty Modern Warfare Remastered Stream. Tut mir leid, dass es nicht mehr geworden ist. Ich hatte keinen großen Elan mehr. Ich war ziemlich platt gewesen. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen nachvollziehen oder könnt da ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Und gestern konnte ich nicht streamen, weil bei mir bauliche Maßnahmen gemacht wurden. Ich habe nämlich neue Fenster und eine neue Balkontür bekommen. Und deswegen konnte ich nicht streamen und ich wollte so spät dann auch nicht mehr weiter streamen. Ich war auch gestern ziemlich fertig gewesen. Jetzt musste ich auch bis gerade eben warten, weil im Haus auch noch bei den anderen Wohnungen neue Fenster und so weiter eingesetzt wurden. Und da musste ich jetzt, wie gesagt, bis gerade eben warten. So, was steht aber heute an? Reparaturen und Neubauten stehen an. Denn ich habe mir Folgendes illegt, genau, überlegt für die kommenden Nächte. Und zwar, gerade was jetzt so die Blutmondnächte, mein Gott. Ihr merkt schon, Deutsch ist gerade nicht so meins. Es liegt daran, dass ich auch heute wieder mega fertig bin, aber ein Stream muss trotzdem heute sein. Und wenn es nur der 7-Day-Stream ist. Aber wenigstens der muss sein. Nein, ich habe mir überlegt für die nächsten Blutmondnächte, dass ich mir noch was dran baue an der Base. Und zwar so wie so Stützpfeiler. Dass ich so ein Stück vorgehen kann, dass die Zombies sich quasi dann darum versammeln und dass ich die dann alle Ruhe da so wegsnacken kann. Ganz einfaches Prinzip vom Prinzip her. Aber wie gesagt, erstmal Reparaturen, wenn welche gemacht werden müssen. Das schaue ich mir gleich mal hier an. Ach nein, den Hammer kann ich ja nicht mehr benutzen. Aber den Schraubenschlüssel kann ich noch. So, das musste repariert werden. Ansonsten eigentlich nix hier, hoffe ich. Hier sieht alles noch ziemlich ganz aus. Ich glaube, von der Seite kamen die Zombies gar nicht. Und nochmal so ein, halt, hier und hier. Halt, hier auch. Nunu, was ist denn da los? Was soll denn das? Kann ich ja gar nicht verstehen. Verstehe ich nicht, was der Scheiß soll. Ja, was war passiert in der letzten Streaming-Folge? Ich bin gestorben. Das erste Mal. Und das auch noch beim ersten Blutmond. Ihr wisst gar nicht, wie sehr mich das tatsächlich ankotzt, auf gut Deutsch gesagt. Muss ich ganz ehrlich sagen, mich stört das richtig extrem. So. Hier scheint jetzt alles heile zu sein. Dann werden wir gleich mal anfangen. Und zwar habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Und zwar machen wir das so und so. Vier breit und vier nach vorn. Der Zombie da vorne oder da oben besser gesagt wandert so schön gemütlich vor sich hin. Das kann er ruhig machen. Stört mich nicht. Halt, hier sieht es kaputt aus. Genau, das muss noch repariert werden. Obwohl ich da gerade eben noch hingeguckt hatte, aber gut. So, dann wieder vier nach vorn. Dann hier hin. Wohl. Nein, halt. Machen wir es anders. Die kann ich doch eigentlich wegnehmen. Selbst wenn die sich dann hier reinkloppen sollten, dann sind sie hier drinnen. Um.
Ich habe gerade einen Zombie gehört, aber der darauf nicht. Na gut. Wenn er ein Zombie sein sollte, kann er herkommen, kriegt er einen kleinen Pfeil im Kopf. Egal. Nee, weil wenn die sich hier durchkloppen, dann sind die ja hier in der Mitte, ich sag jetzt mal mehr oder weniger gefangen. Und dann kann ich die dann auch hier drinnen in aller Ruhe mir wegsnacken. So, dann die nächste Reihe. Also das wird jetzt definitiv das sein, was wir in diesem Stream, in dieser Folge jetzt so machen werden. Oder ich machen werde. So, dann hier und hier hin. Gut, dann bin ich hier jetzt schon mal dann auf die passende Höhe hoch. Bevor ich aber hier dann irgendwie reinplumpsen sollte, machen wir das mal so. Die bleiben auch erstmal die Holzrahmen. Dass ich da mal nicht irgendwann mal reinplumpse und dann habe ich die Arschkarte, das muss nicht sein. Ich möchte das nicht. Was macht eigentlich der Typ da oben? Er läuft im Kreis. Läuft weiter im Kreis. Okay, der hat irgendwie Leiden. Da vorne läuft auch einer, sehe ich gerade. Eine Zombie-Olle. Ja, gut, wenn der da vorne, da oben im Kreis laufen will, kann er das gerne machen. Solange wie ich hier meine Ruhe habe, ist alles in Ordnung. Und ich weiß nicht, wie ich es heute schaffen werde. Ich kann euch das noch nicht versprechen. Es könnte sein, dass ein MW-Stream kommt. Es könnte aber auch nicht sein. Ich kann euch das noch nicht zu 100% versprechen. Aber was heißt noch nicht? Ich kann es euch allgemein nicht zu 100% versprechen. Weiß auch nicht. Ich wollte eigentlich auch noch einen COD Ghost Stream machen, aber ob ich auch das schaffen werde, das ist sehr, sehr fraglich. Der ein oder andere von euch wird eventuell schon drauf warten. Kann ich auch verstehen, wenn ihr drauf warten solltet. Ich meine, klar, wenn mir von einem Let's Player die Videos gefallen, dann klar, dann möchte ich auch gern sehen, wie es weitergeht. Ob jetzt nur bei einem Zombie-Survival-Game wie 7 Days oder sei es jetzt auch nur ein Shooter oder sowas, ist ja egal. Aber bei sowas möchte ich dann eigentlich auch ganz gerne wissen, wie es weitergeht. Aber müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Auf alle Fälle wird heute nur der Tag gemacht, also Tag 8. Das kann ich euch gleich sagen. Ich überlege gerade was. Obwohl, nein, wenn die hier so rankommen. Das wäre jetzt. Was denn, wenn ich jetzt hier noch was hinsetze, oder? Obwohl, dann hätte ich wie so eine Art Brücke hier. Aber dann sehe ich hier die Zombies nicht. Obwohl, die kommen ja dann eh zur Tür. Naja, machen wir es mal so. Obwohl. Einer sollte doch reichen, oder? Ich denn hier so? Ich bin am Überlegen, ich hätte es vielleicht fünf nach vorn machen sollen und dann hätte ich zwei Holzrahmen setzen können. Obwohl,
Nein, 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 ist okay so. Ist vollkommen in Ordnung so. Und ich sehe schon, der Airdrop ist Richtung Westen gefallen. Oder wurde abgeworfen Richtung Westen. Ich schau gleich mal, wie weit der weg ist. Sieht ziemlich nah aus. Ja, ach, sehr schön. Da kann ich da dann mal schauen gehen. Was ich auf alle Fälle jetzt noch schnell machen werde, ist Folgendes. Und zwar, ich nehme mir die Fackeln erstmal wieder ab. Hallo, ich habe gesagt abnehmen, abnehmen. Danke. Außer die eine Fackel, die wird hier erstmal bleiben, weil ich möchte es jetzt weitgehend verhindern, dass jetzt irgendwelche Screamer zu mir angeschissen kommen. Während ich hier am Rumbauen und Basteln bin, wie auch immer. Das muss jetzt echt nicht sein. So, Schießpulver kommt rüber. Genauso wie der Clownhammer, den brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Die Pistole, ich kann noch nicht Pistolen zusammenbauen, oder? Ich habe bisher nur das fürs Jagdmesser gelesen. Ja. Gut, dann bleibt die Pistole. Ich habe insgesamt 50 Schuss. Also die 35, die hier sind. Und die 15 Schuss, die sowieso schon immer in der Pistole drin sind. Ich glaube, ich habe noch nichts verballert, oder? Nein, habe ich noch nicht. Gut. Schmiede. Ja, kann ich jetzt nichts weiter rausdrücken. Ich habe nur 7 Eisen drin. Auf dem Weg zum Drop werde ich auch nochmal ein paar Steine zerlegen. Falls ich natürlich auf dem Weg dahin welche finde. Allzu weit ist es ja nicht. Denn ich muss auf alle Fälle noch ein bisschen geschmiedetes Eisen rausdrücken, dass ich die Tür wieder reparieren kann. Ganz wichtig. Und wie ich festgestellt habe, ich brauche unbedingt wieder Federn. Ich habe nur 132 Pfeile, das ist viel zu wenig. Oh, mega leck. Gut, hier haben wir schon wieder 10 Federn, das ist gut. Holz, ja, Holz habe ich jetzt erstmal noch genug. Das sind ja jetzt, hier habe ich 4000, in der Kiste habe ich noch die 6000. Das sollte eigentlich erstmal reichen. So, wir schauen jetzt erstmal in den Drop. Habe ich meine Ruhe? Ich habe meine Ruhe. Was haben wir da? Scharfschützen, Gewehrschaft, eine Taschenlampe, 4 Verbandskästen, einmal Antibiotika und 3x Schmerzmittel. 3x Schmerzmittel braucht man eigentlich nicht. Die 4 Verbandskästen, die sind auf alle Fälle gut. So, ich stelle mich aber jetzt hier mal auf den Felsen drauf. Falls mich doch irgendwie mal ein Zombie angerückt kommen sollte und der gibt aber keinen Laut von sich und ich hab gerade mal nicht nachgeschaut, kann es passieren, dass der mich dann schlägt und dass ich dann dementsprechend am Bluten bin. Und dann müsste ich dafür extra einen Verbandskasten nehmen. Das will ich eigentlich nicht. Ich kann mich ganz dunkel daran erinnern, dass ich schon in der Blutmondnacht einen Verbandskasten aus Versehen umsonst genommen habe. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. So, ja, ich bin versteckt, das ist gut. Hallo, ich möchte bitte hier hoch. Und dann werde ich das auch gleich so machen, da ich so schon ein paar Steine habe, werden die auch direkt in die Schmiede reinkommen, dass ich gleich ein bisschen was habe. Ich muss dann auch mal gucken, ob ich noch ein paar Fertigkeitspunkte verteilen kann. Wenn ja, dann werde ich das sofort in Stahlschmieden investieren und in die Betonmischerei. Weil das ist erstmal das Wichtigste und Grundlegendste, was ich brauchen werde. Ups. Das war so nicht geplant. Schaut mal, hier sieht das aus wie so ein Ladefehler. Kann aber auch täuschen. So. Ja,
67 Roheisen, das ist jetzt noch nicht sonderlich viel. Ich krieg zwar 5 Eisen aus einmal Roheisen raus, aber das ist jetzt noch nicht so wirklich das Wahre. So, wir machen mal direkt 2 Steinäxte. 113er, ja, da geht wenigstens ein bisschen was. 21 mache ich Schaden. Ja gut, die Ausdauer ist auch noch ein bisschen im Eimer. Aber was ich gerade gesehen habe, die 6 Flaschen Wasser, die kommen auf alle Fälle in den Gürtel rein. Ganz, ganz wichtig. Bauwerkzeuge ist jetzt auf Level 44 schon. Okay. Wusste gar nicht, dass ich schon so weit voran bin mit dem Bauwerkzeug-Level. Interessant. Was aber auch jetzt nicht unbedingt gerade schlecht ist, ne? Muss man ja mal dazu sagen. Ja gut, viel repariert, viele Steinäxte auch hergestellt, viel mit den Steinäxten schon rumgekloppt. Naja gut, kann schon hinhauen. Den Stein werde ich jetzt vermutlich noch fertig machen. Und dann geht es erstmal wieder zurück zur Base, denn wir haben im Spiel schon wieder 3:45. Jetzt haben wir 3:45, genau. Und ja, allzu lange dauert es nicht mehr, dann ist schon wieder Nacht. Wobei, gut, was das Zeug angeht, in die Schmiede reinschmeißen, gut, das kann auch noch warten. An und für sich. Das kann ich dann so mitten in der Nacht machen. Wenn da dann irgendwie ein Screamer kommen sollte, dann ist das eigentlich nicht so wilde, würde ich meinen. Obwohl, die ganze Zeit Steine kloppen kann ich ja eigentlich auch nicht. Ich bin ja mit meinen Neubauten da, mit meinen. Ja, Aussichtsplattform, Aussichtsturm. Na gut, Aussichtsturm kann man nicht sagen. Müsste ein Stückchen höher sein. Ja, mit meinen Plattformen, Aussichtsplattformen bin ich ja eigentlich noch nicht so ganz fertig. Es sollen ja nicht nur die beiden sein. Aber jetzt komplett um die Base drumherum will ich jetzt auch nicht machen, weil ich habe entweder im letzten Stream von 7 Days oder in dem davor gesagt, dass ich ja auch noch erweitern möchte. Und ich habe mir da schon so einen kleinen Plan mir im Kopf zusammengesponnen. Kann man ja wirklich mal sagen, wie ich meine, mein Anbau. Steht da einer? Tatsächlich. Wie ich meinen Anbau, ja, machen werde, bauen werde. Aber das werdet ihr dann alles noch früh genug gesehen und ich werde es auch noch früh genug erklären, wenn es dann irgendwann soweit sein sollte. Wann genau das sein wird, kann ich euch allerdings noch nicht sagen, weil die nächsten Tage werden ausschließlich dazu dienen, dass ich die Plattform fertig mache. So wie ich es denke, dass es gut sein könnte. Und dann wird noch mal ein bisschen in der Weltgeschichte rumgelaufen. Ich möchte, genau. Ich könnte mich gerade nicht entscheiden, weil ich wollte eigentlich, ich will sagen oder ich möchte. Konnte ich mich gerade nicht so ganz entscheiden. Nein, ich will und möchte eigentlich auch zu einem Crackerbook gehen. Und dafür wäre ich schon alleine ein ganzes Wochen Hin- und Rückzugs. Also, es ist schon ein ziemlich weiter Weg. Zombie. Durch deine Freunde bin ich gestorben. Dann hat er ja nicht mal was dabei. Finde ich schon eine riesengroße Frechheit. 165 Roheisen? Ja, das passt schon. Was willst du denn? Die Olle aus dem Hintergrund. Oh. Der war daneben. Der war gut. Stirb.
Oh, ich hatte gerade ein bisschen Schiss. Ich hatte gerade gedacht, dass ich einen Bär hier irgendwo höre. Was ziemlich blöd gewesen wäre. Oh ja, Vogelnester, das ist gut. Ja, immer her mit den Federn. Das ist super. Wo ist eigentlich meine Base? Hallo? Ach, da. Was ich auch die Tage machen werde oder zumindest vorhabe, kann ich euch gleich sagen. Und zwar durch das Bäumefällen bekommt man ja immer so die Samen, so Ahornsamen, Kiefernsamen und was weiß ich, was es da noch alles gibt. Und da will ich mal ein paar Bäume hier so anpflanzen, hier so am Weg entlang. Wisst ihr? Das ist ja wie so eine kleine Allee ist, aber die sollen nicht lange bleiben, die sollen nur auswachsen und dann will ich die eigentlich auch schon wieder fällen und gleich wieder neue pflanzen. Den Felsen mache ich jetzt hier noch. Ich habe komplette Ausdauer. Sollte eigentlich relativ fix gehen. Ich hoffe es zumindest mal. Zeit, werde ich mal kurz einen Schluck trinken. Ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. Das ist eklig. Ich glaube, ich werde krank. Was ich natürlich nicht hoffe. Es tut mir auch leid, dass ich jedes Mal so husten muss. Aber das ist mittlerweile echt bei mir normal. So. Naja gut, dann ab ins traute Heim zurück. So, halt! Witzbold, das gerade sehen. Moment, das Auto nehme ich gleich mal mit auseinander. Ich habe doch eh einen Schraubenschlüssel dabei, da kann ich es doch auch gleich auseinandernehmen. Bisschen Benzin mit abgreifen, bisschen Eisen noch zusätzlich. Eine Bleibatterie habe ich bekommen, das habe ich schon gesehen. Bisschen Stoff noch mit da abgrasen, Schraubenfedern. Komme ich noch so schönes? Eisenrohre, genau. Immer her mit dem Zeugs. Kann ich alles später noch ganz gut gebrauchen. Vor allem das Benzin später. Oder zumindest erstmal für später, um es mal so zu so sagen. Weil die Anfänge, wenn ich dann ein Taschenmotorrad haben sollte, oder wenn ich dann eins habe, wird es nämlich mit Benzin ein bisschen schwierig. Da muss ich schon mal etliche Autos auseinandernehmen, dass ich ein bisschen was auf Vorrat habe. Die drei Angelbleien nehme ich mit. Bitte kein Screamer, bitte kein Screamer, bitte kein Screamer. So, gehen wir mal hier rein. Obwohl, wir können auch das Zeug später rausschmeißen. Ich muss erstmal gucken, wie ich das jetzt hier mache. Hier habe ich jetzt 1, 2, 3 dazwischen. Ich markiere mir das mal eben. 1, 2, 3 dazwischen. Also würde dann hier das anfangen. Dann hier haben wir hier die 3, hier die 4. Also würde das dann hier hinkommen. 2, 3, dann würde hier das nächste hinkommen. 3, 4, würde hier das nächste hinkommen. 3 frei. Also würde hier das nächste hinkommen dann. Naja gut, das wurde ja an und für sich soweit erstmal passen. Ja. Was habe ich denn da gesetzt? Was habe ich denn hier jetzt gesetzt für eine Quatsch? 2. 3, 4. Ne, warte mal. 1, 2, 3, die 4. 1, 2, 3 Platz. 1. Ne, 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 gut, okay, das haut hin.
Bloß weiß ich jetzt nicht, wie es zu der Seite aus sein wird. Naja, gut. Hier muss ich dann sowieso erst noch den ganzen Hügel irgendwie irgendwann mal wegmachen. Also ich glaube, den Hügel wegmachen werde ich erst machen, wenn ich den Erdbohrer habe. Glaube ich. Weil das doch ziemlich viel zum Graben wäre, muss ich sagen. Und so viel Graben mit der Schaufel will ich eigentlich nicht. Auch wenn ich später dann mal Eisenschaufeln oder Stahlschaufeln haben sollte, habe ich da trotzdem nicht allzu viel Lust zu. Muss ich sagen. So, ich mache jetzt wenigstens. Nein, nicht mit Eisen verbessern. Fällt aus. Da war ich wieder zu schnell. Nein! Boah. Da war ich wieder zu schnell. So, dann mache ich das hier noch schnell. Nur draufsetzen, verbessern kann ich es dann. Auch wenn es Nacht ist, das ist egal. Aber so können wenigstens keine Zombies hoch, wisst ihr? Das ist ja wichtig. Habe ich das hier richtig gesetzt? Ja. Ich würde mal sagen. 3, 4. Genau. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack und zack. Versteckt bin ich nach wie vor, das ist gut. Lernen uns das dann auch mal noch mal anschauen, wenn es komplett fertig ist hier. Und ich sehe gerade, ich muss noch paar Holzrahmen herstellen. Machen wir noch mal 150 Stück. Fürs erste, das sollte erstmal langen. Ich konnte zwar jetzt meine Aussichtsplattform nicht fertig machen, aber gut, das hätten wir. Sonstiger Handwerksmeister ist jetzt auf Level 25, das ist gut. Ja, setz doch hier hin. So, hier wieder was rein, dass ich nicht reinplumpse. Und auch gleich verbessern. Ich hätte eigentlich doch schon längst eigentlich das Eisen reinhauen können. Aber die Gefahr ist halt verdammt hoch jetzt, dass ein Screamer kommt. Und das will ich, wie gesagt, vermeiden. Das Gute ist natürlich, nachdem ich ja den Stream beende, schließe ich ja auch das Spiel. Und dann despawnen ja die Zombies. Außer halt in der Blutmondnacht. Aber gut, können schon despawnen, ja. Aber die sind ja in der Blutmondnacht so schnell wieder da. Also, so schnell kann man gar nicht gucken. Sonstiger Handwerksmesser ist schon auf Level 27, war ich gerade eben noch Level 25. Bauwerkzeuge ist jetzt schon auf Level 26, habe 46, habe ich gar nicht mitbekommen, dass ich den schon auf 45 vorhin hochgelevelt habe. Ja, es gibt dann irgendwann so Punkte und dann ist auch irgendwann so die Zeit,
Wenn ihr das schon so lange spielt und alles und ihr wisst ganz genau, wie ihr was zu machen habt oder ihr habt irgendwie was vorzubauen oder sowas, dann achtet man darauf auch gar nicht mehr. Och, Glück gehabt. Gar nicht mehr so doll drauf. Das kriege ich einfach alles nur mal so zwischendurch mit. Also wie gesagt, vorhin hatte ich ja noch gesagt, ja, Bauwerkzeug. Ja, Bauwerkzeuge, genau. Ist auf Level 44 und jetzt ist es schon auf Level 46. Ich habe das eine Level gar nicht mitbekommen. Und bei Handwerksmeister war es ja vorhin auch noch irgendwie bei 25 und jetzt war es auf einmal auch bei 27. Also sowas schnalle ich dann nicht unbedingt. So. Ach, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Shit. Ja, das war ja jetzt. Leute, ich bin doof. Schaut mal, was ich jetzt hier gemacht habe. Ist er voll versetzt? Ist doch absoluter Humbug. Ach, wegen der... Nee, wartet mal. Nee, Quatsch, ist doch richtig. Moment. Hier fängt's an. Naja, nee, doch, 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 ist richtig. Okay, nee, ich war gerade irgendwie. Nee, ich war gerade irgendwie ein bisschen doof. So, das nehmen wir erstmal als Brücke. So, zack, 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 zack. So, das mache ich jetzt noch fertig. Dann gehe ich an die Schmiede ran, schmeiß das Zeug rein. Roheisen, Steine. Und dann müssen wir mal gucken. Dann werde ich vielleicht noch ein paar Pfeile herstellen. Was ich habe, das habe ich. Dann brauche ich es nicht irgendwann später herstellen. Ich kann die Pfeile ja dann trotzdem fertig in die Kisten lagern. So ist es nicht. So. Okay, halt erst an die Schmiede. Oh, einen Motor habe ich auch bekommen. 125er und aber eine 348er Batterie. Na, das ist doch nicht schlecht. So, dann werde ich die Hälfte an Stein in die Schmiede hauen und das komplette Roheisen. Ja, die drei Lehm, das kann ich mal kurz hier mit reinschmeißen. Die 60 Blei, die kommen hier dazu. Die drei Angelblei kommen dazu. Der Rest, den schmeiße ich hier rein. Also Antibiotika, Erste-Hilfe-Verband, Schmerzmittel, Verbandskästen, ja, können wir auch rein. Elektrische Teile, Schrauben, Federn, Öl, Benzin, Stofffetzen, Eisen, ja, Batterie und Motor auch. Was ich persönlich jetzt schon sehr schön finde, ich glaube, ich hatte es auch schon mal in der letzten Folge gesagt gehabt, mit den Verbandskästen, finde ich jetzt schon geil, dass ich insgesamt ja 18 Stück von habe. Finde ich super. Kann man immer wieder gebrauchen. Ich bin halt auch so einer, ich glaube, das hatte ich auch schon gesagt gehabt. Falls nicht, dann sage ich es jetzt. Ich bin so einer, der hat gerne Verbandskästen dabei. Am Anfang war es nicht so. Da habe ich mir gedacht, ach, pff, drauf geschissen, auf gut Deutsch gesagt. Ist egal. Aber wenn dann doch mal irgendwie so Zombiehunde, so drei, vier Stück auf einmal so random in der Weltgeschichte rumgucken und dass sie sich straight auf dich drauf zulaufen, dann ja, muss man wirklich schnell sein. Nicht so wie ich beim Blutmond, denn da habe ich ja vollkommen verkackt, aber naja. Aber da muss man schon recht schnell sein mit dem Heilen. Was los? Ach, warum hat denn der den Schlafsack aufgehoben? Ey, ich hab mich gerade voll erschrocken, hab mich gewundert, warum mein Schlafsack nicht mehr da ist. Macht mal hier keinen Scheiß. Warum?
Ernsthaft, jetzt kann ich den Schlafsack nicht mehr zwischen die beiden Kisten setzen? Was ist das für ein Rotz? Kommt halt da hin, ist mir egal. Kann mich das Feuer von der Schmiede wenigstens ein bisschen wärmen. So, du machst fleißig. Dann drücken wir gleich mal so viel wie möglich an geschmiedeten Eisen raus. Lehm habe ich auch schon eine ordentliche Menge. Das finde ich außerordentlich gut. So, Taschenlampe hier rein. Kohle, Nitrat. Die Schaufel kann hier wieder rein. Dann das Ei, die leeren Glaskrüge können dahin. Ja, komm hier und hier. Sollte jetzt ein Screamer kommen, ist es mir sowas von Boogie. Ich werde jetzt auch die 11 Wildbret grillen. Weil wenn sie jetzt kommen, dann ist mir das egal. Dann kloppt die allerhöchstens ein bisschen auf der Tür rum, ein bisschen auf den Aussichtsplattformen oder beziehungsweise an den Aussichtsplattformen ein bisschen rumklöppeln und das interessiert mich jetzt nicht sonderlich. Fenster, muss ich schauen, wie ich das da oben mache, weiß ich auch noch nicht. Sieht ziemlich knapp. Ja, das Feuer wärmt mich, danke für den Hinweis. Sieht ziemlich knapp da oben aus, ne? So mit den Schrägen. Alle Fälle hätte ich schon ganz gern zweites Stockwerk. Ich habe auch so ein bisschen ist da schon was dabei, so am Grübeln, was ich hier machen könnte. Und wie ich das am besten machen könnte. Ich bin mir da noch ein bisschen unschlüssig. Aber es rattert trotzdem schon. Ja, gut, mal gucken. So, 16 geschmiedete Eisen sind schon da, das ist gut. Mach mal klar die nächsten 13 Stück. Dann kann ich auch mal ganz schnell reparieren gehen. Ach, das war schon. Okay. Gut, hat sich das auch erledigt. Genau, und was wir auf alle Fälle noch schnell machen. Egal, wo ich mich hinstelle, es ist warm oder hell, wie auch immer. Du machst noch zwei Wildbret, dann mach die mal. Wir gucken mal eben bei den Fertigkeiten. 36 Punkte habe ich zur Verfügung. Hiervon würde ich jetzt sagen, mache ich nichts. Also weder Gesundheitsfreak noch sexuelles Raubtier, Überlebende, Kamel, wie auch immer. Gut, Kamel könnte ich eh nicht machen. Level 20 brauche ich für. Okay. Dann nicht. Stahlschmieden. Oh, 30 Punkte für eins. Schon ziemlich heftig, ne? Ich hatte irgendwie sowas im Sinn gehabt mit 20 oder 30 Punkten, dass das irgendwie so viel gekostet hatte. Da hätte ich dann nur noch 6. Gut, Werkbank wäre auch nicht verkehrt, ne? Ich weiß, für die Werkbank brauche ich Klauenhammer, Schraubenschlüssel. Schrauben. Federn vielleicht? Ich weiß nicht, guck mal gleich mal nach. Auf alle Fälle Schraubenschlüssel und Klauenhammer braucht man dafür. Ja, nein, jetzt habe ich das. Ich bin so dumm, jetzt habe ich das aus Versehen. Scheiße, ey. Kack doch die Wand an. Ich wollte gerade sagen, wissen Sie was, wir machen jetzt erstmal Stahlschmieden, aber nein. Okay. Halt. Normales Menü. Geben wir es mal hier oben ein. Werkbank. Was braucht man denn dafür? Ah, ja gut, Holz war ja irgendwo klar.
Ein Clownhammer ist kein Problem, der ist eh hinüber. Und reparieren könnte ich ihn eh nicht ohne Werkbank. Schraubenschlüssel habe ich eh einen zur Verfügung, den 52er, den mache ich noch runter, dann kann der auch dafür verwendet werden. Das Problem sind die mechanischen Teile. 20 Stück. 10 Stück habe ich nur. Das wird ein richtiges Problem werden. Das weiß ich jetzt schon. Mein geschmiedetes Eisen ist kein Thema, da bin ich ja eh gerade dabei, das herzustellen. So, die 57 Blei können hier mit rein. So, genau, die 75 Pfeile stelle ich jetzt noch ganz fix her. Halt. Grundlagen. 75 Pfeile, da bin ich wieder bei über 200, ne? Naja, nicht ganz. Die geschmiedeten Eisen können auch erstmal hier mit rein. Hier kommt die Knochenklinge hin. Habe ich hier jetzt wieder ein bisschen Platz. Ja, ich bin gerade im Überlegen. Auf alle Fälle, was beim nächsten Stream ansteht. Ja, bin gerade dabei, mir irgendeinen Plan zu überlegen, wie wir es machen. Die Plattformen müssen fertig gebaut werden. Ich wollte aber allerdings auch zum Crackerbook wegen eventuellen Rezepten lesen, gerade auch wegen Waffen und sowas oder allgemein Rezepte lesen. Muss ich gucken. Ich wollte auf alle Fälle nochmal ins Working Stiff, weil jetzt sind es ja dann schon 2 Tage her. Also bin ich schon 2 Tage drüber, wo er eigentlich hätte das Zeug im Working Stiff nachspawnen müssen. Und da will ich schauen, ob es am Buggen ist oder ob es einfach nur von der Zeit her nicht nachgespawnt ist. Das müsste ich halt dann nachsehen. Ups, ich stand auf der Kiste. Ja, das Feuer wärmt mich, ist mir schon klar. Hallo? Ausmachen. Halt, Wildbret kommt da rein. Rein mit dir. Also, wie machen wir das am besten beim nächsten Stream? Also, auf alle Fälle, die Plattformen werden weitergemacht und ich gehe nur ins Working Stiff. Das sind so die beiden Punkte, die anstehen werden, weil ich werde es zeitlich nicht schaffen, alle 3 Sachen auf einmal zu machen am nächsten Tag. Also jetzt am Tag 9. Werde ich definitiv nicht schaffen. Ja, also sprich, dann würde quasi am Tag 10 Crackerbook anfallen. Auf dem Hin- und Rückweg jeweils ein paar Vogelnester plündern. Und dann geht das. Die nächsten 20 geschmiedeten Eisen, das ist gut. Kommen klein noch mal 15 Stück, ist egal. Erstmal ein bisschen was am geschmiedeten Eisen da haben. Ganz wichtig. Ja. Dann werde ich auch schauen, dass ich auf dem Weg zum Crackerbook und dann wieder auf dem Nachhauseweg auf alle Fälle Autos auseinandernehme, in der Hoffnung, dass ich ein paar mechanische Teile zusammenkriege. Häuser kann ich noch nicht gehen, weil mir der Bauhelm fehlt. Oder die entsprechende Waffe mit Taschenlampe, das ist das Problem. Ansonsten würde sich das ganz easy machen lassen, die 3 Bonzenhäuser zu plündern. Weil die haben echt viel Zeugs da. Da könnt ihr auch Kühlschränke und sowas auseinandernehmen. Die geben ja auch, glaube ich, manchmal mechanische Teile. Oder hauptsächlich elektronische und elektrische Teile geben die Eisenrohre und so ein Scheiß. Naja gut. Wie auch immer. Ich bin jetzt hier am Ende des Streams. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, wäre es schön, wenn ihr dem Video hier ein Däumchen nach oben geben würdet. Ansonsten könnt ihr auch sehr gerne kommentieren. Oder auch wenn ihr hier gerade mal zuschauen sollte, dann könnt ihr auch gerne hier reinschreiben. Da können wir direkt miteinander kommunizieren. Und ansonsten würde ich mich noch sehr drüber freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, falls ich euch irgendwie gefalle, also falls euch die Videos mehr Spaß machen.
Und falls ihr das tun solltet, dass ihr mich abonniert, dann könnt ihr dazu noch die Glocke aktivieren. Dann erfahrt ihr sofort, wenn ich streame. Super Sache, diese Glocke. Funktioniert echt gut. Gut, manchmal funktioniert sie nicht. Das ist so ein bisschen fehlerhaft. Also ich hatte mal das Problem, dass es nicht so ganz funktioniert hatte mit der Glocke. Zumindest bei meinem alten Channel war es so, dass immer wieder ein paar von den Abonnenten geschrieben hatten, auch während des Livestreams, dass das mit der Glocke nicht so ganz funktioniert. Das war da irgendwie ein Fehler gewesen. Sollte aber eigentlich mittlerweile behoben sein, weil wo das war mit dem Fehler, ist auch schon wieder etliche Monate her. Wie auch immer. Wie gesagt, ich kann es nicht versprechen, ob heute noch ein Stream kommt. Ich gebe mir allergrößte Mühe, dass es klappt. Aber wie gesagt, versprechen kann ich es nicht. Falls es nicht klappen sollte, dann freut euch schon mal auf den nächsten Tag. Da geht's auf alle Fälle dann weiter mit 7 Days. Ich hoffe dann auch Ghosts und MW. Falls ich es heute nicht mehr schaffen sollte. Ich hoffe, dass es morgen klappt. Ich kann es nicht versprechen, morgen wird hier auch noch ein bisschen was in der Wohnung an baulichen Maßnahmen unternommen. Und da kann ich in der Zeit auch nicht streamen. Das ist das so das Problem momentan. Aber gut, das bekommen wir alles hin. Ansonsten herzlichen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.